Hallo und herzlich willkommen zurück. Nach unserer kleinen Spielreihenpause melden wir uns zurück. Jamie und ich, wir sind wieder back im neuen Jahr mit einem neuen Spiel, das da heißt Doppel. Und wie das funktioniert und wer von uns beiden heute gewinnt, das seht ihr jetzt. Und wir haben natürlich vorher, bevor wir losspielen, die Spielanleitung konsultiert. Denn es gibt ja 100 verschiedene Varianten von Doppel. Und wir spielen jetzt die Spielvariante Höllentrip. Das bedeutet, wir nehmen uns die Karten, mischen sie vorher einmal. Das geht sogar mit diesen runden Dingern, ich finde das geil. Und jeder von uns bekommt eine Karte. Auf das Kommando. Achtung, fertig, los. Drehen wir, noch nicht. Hast du los gesagt? Drehen wir unsere Karte um und versuchen, wie es bei Doppel eben so ist, das doppelte Symbol von der Mitte und von unserem herauszufinden. Wer es als erstes herausfindet, sagt es laut, nimmt sich die Karte vom Stapel auf seinen eigenen und spielt dann mit der weiter. Und dann geht es immer so weiter, bis dieser Stapel in der Mitte alle ist. Wer die meisten Karten am Ende auf vor sich liegen hat, der gewinnt das Spiel. Achtung, fertig, los. Marienkäfer. Zebra. Die Uhr. Apfel. Okay. Schneeflocke. Okay. Milchflasche. Geist. Geist. Die Hand. Noch mal los. Schloss. Anime. Ausrufezeichen. Spinnennetz. Sonne. Nochmal die Sonne. Ausrufezeichen. Ich hab kein Zebra mehr. Noch meine Hand. Hammer. Nee. Hä? Warte mal kurz. Hammer. Das. Ja, oh, jetzt grüne will ich. Flecken. Die grünen Flecken. Was sind das? Grüne Flecken? Der Geist. Oh. Die Schildkröte. Ach, Mann. Der Bund. Der Geist. Der Stift. Der Vogel. Der Vogel. Ja, nein. Also, lasst mal sagen. Ach, guck mal, ich hab den T-Rex. Spinnenwebe. Ah, das Zebra. Die Katze. Die Spinne. Ja, das ist die Katze. Das ist die Katze. Ja, 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 das ist die Katze. Mörder. Wenn du jetzt wieder einen mehr hast als ich, also ich sag's dir. Ja, ich glaub's. 29. Ja, ich hab 26. Ah, jetzt wieder sind es 3 mehr. Ah, nee, kannst vergessen. Und auch in Runde 2 kannst du das Kommando mal geben? Ja. Dreh mal um. Geil. Da, komm. Hey, das ist unfair. Wo denkst du es hier? Auge. Baum. Baum. Kleeblatt. Der Mund. Vogel. Ach, mich nicht wahnsinnig. Das Pferd. Nochmal das Pferd. Oh, Herz. Und das Pferd, und nochmal das Pferd, und das Mädchen, und der Jungschlüssel, und Blitz, der Geist, Zündkröte, der Geist, die Schildkröte, die Schildkröte,
Spinnennetz. Auto. Mach nicht davon. Die Runde lief nicht so gut. Okay. Habe 30. Ja, lustig. Damit habe ich Runde 2 gewonnen. Das ist viel gewonnen. Nee, hast du nicht. Doch, die Aufwärmrunde. Nein, das war ja nur die Aufwärmrunde. Ich habe trotzdem gewonnen. Nee, trotzdem die wird ja nicht reingeschrieben. Doch. Nee. Da jeder von uns jetzt einmal gewonnen hat, drehen wir für die Finalrunde einfach mal den Spieß um und arbeiten uns von außen nach innen. Jeder von uns kriegt also die gleiche Anzahl an Karten. Eine Karte liegt in der Mitte und wenn wir von unserem Stapel das gleiche Symbol erkennen, legen wir unsere Karte in die Mitte und dann ist der als erster fertig, der keine Karten mehr hat. Ich weiß gar nicht, ob wir die so rumlegen dürfen oder immer umdrehen. Ich glaube, wir müssen immer umdrehen. Ich habe jetzt gesagt, so immer umdrehen. Ich glaube, wir müssen immer umdrehen. Für die Finalrunde gibst du das Kommando. Dann auf die Plätze, fertig, Drehung. Achso, wollen wir schon mal drauflegen? Ja. Geist. Bombe. Alter. Auto. Auto. Schere. Tropfen. Autobringer. Bier. Mond. Mond. Schildkröte. Mund. Geist. Katze. Violinschlüssel. Schlüssel. Also ja, wie. Na, die Notenschlüssel. Ich weiß, was du meinst. Uhr. Ich fokussiere mich jetzt hier ganz auf die Schildkröte. Marienkäfer. Oh, Marienkäfer. Katze. Oh, der Vogel. Noch ein Vogel. Stoppschild. Nein, nicht Stoppschild. Straßenschild. Spinne. Iglu. Ying und Yang. Kleeblatt. Zebra. Man darf auch keine Symbole mit der Hand verdecken. Das ist kontraproduktiv. Der Eiswürfel. Schloss. Herz. Spinnennetz. Ah, fuck, Alter. Scheiße. Kleeblatt. Oh. Zwei Dinger, ey. Ehrlich hier. Was ist das? Hier Sonnenbrille und nochmal Sonnenbrille. Nee, das ist das Alte, weißt du? Ja. Ah. So. Und damit ist auch dieses Video zu Ende. Mit mir immer wieder als die Kampf, wie immer. Und darf ich nochmal kurz Flashback zu Leben und. Nee, wie heißt das? Nee, nicht Leben und Tod. Darf ich nochmal kurz Flashback hier zum letzten Video machen? Ne? Da, wer hat da gewonnen? Der Sieg. Sei dir gegönnt, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.